Hallo und herzlich willkommen zurück bei Pokémon Neo X. Ja, beim letzten Mal haben wir... Was haben wir beim letzten Mal? Leute, was soll ich sagen, was wir beim letzten Mal gemacht haben? Wir haben Pokémon verloren. Unser Bestes. Ihr seht ihn oben gerade in der Ecke. Ja, Tiramisu ist tatsächlich tot, Leute. Tiramisu ist weg. Und ich glaube... Ja, Leute, ich weiß es nicht, was ich glauben soll. Ja, Leute, Filet ist wieder dabei. Ich habe Filet jetzt noch eben auf Level 82 gebracht. Und, ja, mal gucken, wie es läuft. Ich bin tatsächlich inzwischen an so einem Punkt angelangt, wo ich sage, Leute, ich quitte hier die Challenge. Es ist einfach so unfassbar scheiße gelaufen bisher. Und wir geben natürlich nicht auf, also auch wenn ich beim letzten Mal, glaube ich, gesagt habe, ich glaube, ich quitte die Challenge, aber ich, nein, ich gebe nicht auf. Wenn, gehen wir mit dem Kopf nach oben, mit erhobenen Hauptes, wahrscheinlich heute. Wer weiß, wer weiß, wer weiß, wer weiß. Weil, Leute, Flordelis wird ja noch einmal kommen und, ja, ich sag mal so. Da wäre Dingens essentiell wichtig gewesen. Tiramisu. Und, ich setz mal Himbeere nach vorne. Ja, mit diesem Team hier wird es auf jeden Fall nicht unbedingt leichter. Also ganz ehrlich, es wird mit dem Team noch schwerer, glaube ich. Ich sehe halt wirklich kaum noch Überlebenschancen hier. So. Okay, wir stehen vor der Tür. Okay. Ein elektrisches Schloss. Was machen wir da? Das hier könnte vielleicht nützlich sein. Wenn man mal bei einem Rätsel nicht weiterkommt, löst diese Maschine es für einen. Ich habe sie von Cytro bekommen. Sie funktioniert allerdings nur ein einziges Mal. Elektrische Schlösser und Rätsel sind ja im Prinzip das gleiche, oder? Oh, das Schloss ist aufgegangen. Und die Maschine ist wirklich hinüber. Wow, Sana. Du und Cytros Maschine. Ihr seid beide auf jeweils eigene Art sehr beeindruckend. Hier sind wir also endlich. Dort drin ist das legendäre Pokémon. Helfen wir ihm. Okay. Auf dass wir hier gewinnen werden. Holy moly, Leute. Das ist der am tiefsten gelegene Punkt der Basis. Irgendwie komme ich kaum noch Luft. Hey, ist das dort was wie ein Baum aussieht, das legendäre Pokémon? Es sieht nicht so aus, als wäre es am Leben. Oh. Hi. das geht euch überhaupt nichts an. Die ultimative Waffe hat bereits 99% der Energie des legendären Pokémon absorbiert. Aber wir sollten kein Risiko eingehen und sicherheitshalber diese Belga fertig machen. Oh nein, sie wollen uns an den Kragen. Hilfe, ich will hier weg. Oh, Sana, ich hätte mir denken können, dass das wieder passiert. Finn, die hier überlasse ich dir. Ich passe auf, dass Sana nicht zu schön. Ja, genau, das ist ja auch super fair. Du bekämpfst den einen und ich darf jetzt hier diese fünf da besiegen. Kümmert euch um die fliehenden Rotznasen. Ich hätte diese Kinder nicht unterschätzen dürfen. Schließlich haben sie es bisher geschafft. Und zu spalten war zwar kein ausgefallener, aber dennoch sehr nützlicher Trick. Dieses Mädchen hat was drauf. Nun gut, du denkst also, du kannst uns besiegen? Weiß ich nicht, aber wir versuchen es einfach mal. Vom Wunsch, das glücklich zu werden, behalten wir von Team Flair alles Geld für uns. Okay, Team Flair Vorstand Nummer 1. Magnaia. Okay. Holy moly, Leute. Es geht los. Macht nicht allzu viel Schaden. Oh, Raub. Was? Hey.
Das ist mein Kingstein. Du Sack. Her damit. Wird dir auch nicht helfen. Oh, Leute. Flott, jedes kommt ja gleich auch nochmal. Wenn wir so weit überhaupt kommen. Leute, so weit erstmal kommen ist die eine Sache. So weit erstmal kommen ist die eine Sache. Aber ihr seht schon, Himbeere wischt mit dem hier den Boden gerade. Das ist ganz gut. Garados. Nö. Wir bleiben drin. Let's go. Okay. Hey, wir haben den ersten geschafft. Holy shit. Heilige Scheiße hier. Mann. Unser Ziel ist es, wunschlos glücklich zu werden. Willst du etwa nicht, dass wir unser Glück finden? Nein, ich möchte euch einfach nur alle vernichten. Ihr Drecksäcke. Glaubst du, dass alle Lebewesen glücklich werden können? Weiß ich nicht. Eine Herausforderung von Team Flair Vorstand. Mit einem Stalobor und einem Roselia, okay. Stalobor, ja gut, weiß ich nicht, ob ich das so geil finde. Okay, reicht das für Roselia? Oh no. Oh no. Okay. Na gut. So. Let's go. Das sieht ganz gut aus. Sieht ganz gut aus. Ich hätte gar nicht gedacht, dass es so gut aussehen könnte. So. Sie hat jetzt noch ein Pokémon, ne? Und Himbeere erreicht Level 84. Yay. Yay. Weißt du, ich könnte mir jetzt einfach nochmal wieder ein Shiny Turtok holen. Aber ich könnte. Flunkkäfer, okay. Jetzt wird's spannend. Naja, oder auch nicht. Vielleicht auch nicht. So. Okay, einmal eine Top-Genesung auf Himbeere. Wir müssen ein bisschen auf Reis aufpassen. Yo, alles klar. So viel zum Thema, wir müssen auf Reis aufpassen. Wir müssen hier gerade ein bisschen auf Himbeere aufpassen. Aber nun gut. Wir heilen einfach mal mit Top-Genesung. Ich bin wieder ein bisschen entspannter, wenn wir das hier geschafft haben. Also nicht diesen Kampf, sondern insgesamt diesen ganzen Team Flair-Arc. Du versuchst ja nicht mal, Meister Flordier, den Schmerz zu verstehen. Was für ein Schmerz, Alter. Leute, ihr seid bekloppt, alle. Ihr seid einfach alle bekloppt. Okay. So, Nummer 3. Die ultimative Waffe raubt die Kraft des legendären Pokémon. Wundervoll.
wie Petis. Okay. Ja, das ist wieder ein Einzelkampf. Wobei ich Himbeere hier gerade gar nicht unbedingt als sinnvolles Pokémon sehe. Aber... Let's go. Vielleicht reicht's. Hey! Rücker ist einfach so gut. Himbeere, du bist einfach toll. Aber ich sag das nicht zu laut, weil letztes Mal, als ich gesagt habe, ein Pokémon ist toll, da war es danach tot. Mann, Mann, Mann. Logok, ja, genau. Filet. Ich brauch dich. Oh, warum Logok? Warum Logok, Leute? Warum Logok? Hätte es nicht einfach irgendein anderes Pokémon sein können? Musste es... Ach, natürlich auch noch Mega-Logok. Ja, natürlich. Klar. Was denn auch sonst? Natürlich. Ah. Oh. Mein Gott, ey. Dieses Spiel bringt mich noch echt ins Grab hier. Mal ganz kurz was gucken, bevor wir weitermachen. Oh. Weißt du, das Ding ist ja, Flordelis hat gleich einfach so ein Hammer-Team. Es ist einfach zum Kotzen, das Team. Und wir hätten da Tiramisu einfach so gut brauchen können. Also, Tiramisu wäre super gewesen dafür. Wirklich. Tiramisu wäre für... Flordelis ist einfach mega gewesen. Moment. Okay, let's go. Wenn ihr glaubt, jetzt noch Team Flair beitreten zu können, habt ihr euch geschnitten. Ich will euch gar nicht beitreten. Xbox. Okay. Let's do this. My boy. Ich meine my girl. Oh no, ein Flügelschlag. Let's do this. Eiszapfnagel. Und tschüss, Xbox. Also wenn du nur Flugattacken hast, dann... nur Flug-Pokémon hat, dann haben wir auf jeden Fall schon so gut wie gewonnen. Flettiamo. Oh, Flettiamo, Leute. Auch ein Pokémon, was wir mal hatten. Okay. Solange wir da einfach mit den One-Shots hier durchkommen, ist alles gut. Aber bei Flordelis ist es sowieso gleich Schluss. Gardevoir. Ja, da würde ich vielleicht nicht unbedingt drin bleiben. Gardevoir. Gardevoir hat, glaube ich, nicht die beste Verteidigung, ne? Aber das wird mega Gardevoir sein, deswegen. Warten wir mal ab. Warten wir mal ab. Na komm. Oh. Oh, ja, natürlich. Gut, Gardevoir hat einfach so gut wie überhaupt keine Verteidigung. Das ist unser Vorteil gewesen. Rübe. Alter, der Angriff, ne? Das ist einfach lächerlich eigentlich schon. Fast schon lächerlich. So, ihr hofft wohl ein Stück von unserem Kuchen des Erfolgs abzubekommen, was? Unmöglich. Das kann einfach nicht wahr sein. Unmöglich. Erstattet Meister Flordelis Bericht und ruft Verstärkung.
Können wir unsere Pokémon noch heilen? Bitte? Gut, da gibt es nicht viel zu heilen, aber ich heile sie trotzdem mal, Alter. So, Leute. Es kommt jetzt Flordelis. Es kommt jetzt fucking Flordelis nochmal. Und dieses Team, was der hat, ne, da habe ich wirklich Angst vor. Xerneas. Mega geil. Oh, das sieht einfach so cool aus. Und wir dürfen es fangen, Leute. Oh, die Musik, Leute. Ich lass die mal spielen, okay? Ja, Leute. Ein echter Banger. Und jetzt werfen wir einfach mal den Meisterball. Alles andere wäre auch falsch. Let's go. Nice. Xerneas ist unser. Mal gucken, ob wir es überhaupt nutzen können. Legenden nach kann dieses Pokémon ewiges Leben spenden. In Gestalt eines Baumes ist es aus seinem tausendjährigen Schlaf erwacht. So, Xerneas. Ah, jetzt muss ich mal eine Speise mit X suchen, ne? Gibt's überhaupt eine Speise? Xavier Steak. Was? Xymenia. Xymenia ist ein Strauch in den Tropen. Aber die haben selber die Früchte. Warte mal, nee, das geht ja nicht. Xanthan. Was ist denn Xythid? Oder Xylit? Gut, es ist ein... Es ist ein Alkohol, ne? Aber es ist tatsächlich eine... streng genommen... Streng genommen... Ja, weiß ich nicht. Ah, komm, Xylit. Okay. In Box 1, Leute. Nein, ich möchte ihn jetzt erstmal nicht ins Team aufnehmen, weil das würde keinen Sinn machen. Nein. Ein Glück, jetzt können sie die ultimative Waffe nicht mehr einsetzen. Du bist der Wahnsinn, Finny. Das legendäre Pokémon möchte von sich aus mit dir befreundet sein.
Was für eine überraschende Wendung. Ich hätte nicht gedacht, dass du tatsächlich der Auserwählte bist. Für ein legendäres Pokémon siehst du ziemlich ausgepowert aus, Xerneas. Möchtest du die Menschen um Hilfe bitten oder möchtest du ihnen deine Hilfe anbieten? Was? Was soll diese Aufmachung? Bist du das, Flordelis? Ach, das ist jetzt unwichtig. Du hast doch schon gegen Finny verloren, was soll das? Die ultimative Waffe wird mir zum Sieg helfen. Das legendäre Pokémon hat seine Kräfte zurück, jetzt muss ich sie nur noch der ultimativen Waffe zukommen lassen. Ich hole mir das legendäre Pokémon zurück. Dieses Mal werde ich nicht verlieren. Denn ihr seid nicht die Einzigen, die die Mega-Entwicklung erforscht haben. Auch ich besitze einen Mega-Ring und einen Mega-Stein. Und ein Hammer-Team. Team Flairboss Flordelis. Ho-Oh hat er nämlich. Ja, Leute, er hat tatsächlich ein Ho-Oh. Ach, no. Mal gucken, ob es ausreicht, hier mit einem Nassschweif zu kommen. Ja, okay. Ho-Oh ist schon mal weg. Es war ein Crit. Ah, geil. Okay. Ah, wir können es noch schaffen, Leute. Wir können es noch schaffen. Aber er hat halt jetzt auch noch wieder seinen scheiß Bisofang. Oder er kommt erstmal mit Reshiram. Scheiße. Ah, aber was setze ich da denn ein? Languste. Ja, doch, Languste. Ah, natürlich. Moment, Reshiram ist doch das Feuer-Pokémon von den beiden, ne? Ich bin dumm. Ich bin einfach so dumm. Ich probiere es trotzdem mal damit. Nee, weißt du, was wir machen? Ich glaube, ich habe Kacke gebaut. Ich glaube, ich habe Scheiße gebaut. Oh no. Okay. Filet, du kommst hier durch. Du kommst hier durch. Du müsstest hier durchkommen. Leute, die Challenge ist vorbei. Die Challenge ist definitiv vorbei. Ja. Tschüss, Rübe. Oh! Okay, Leute, die Challenge ist noch nicht vorbei. Nein, Rübe! Fuck! Ah, ich Idiot! Oh! Oh, Mann! Ah, das tut so weh! Bisofunk, ich hasse es! No way, Leute! Ah, ich war so dumm! Ich dachte wirklich, wir können das noch schaffen. Und tschüss, Reis. Oh, 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 Reis. Let's go. Was hast du vor, Kleiner? Aber warum der Angriff? Warum der Angriff, Leute? Der Spezialangriff wäre viel sinnvoller gewesen.
Magbrand. Den müssen wir sofort rausnehmen. Oh, nee. Oh. Okay. Das läuft alles gerade viel zu gut. Kann mir nicht vorstellen, dass das so gut weiterlaufen wird. Aber was heißt gut laufen? Wir haben schon wieder zwei Pokémon verloren, also. Was soll ich dazu noch sagen? Despot da, okay. Jetzt wird's spannend. Sind wir schneller als Despot da? Ist jetzt die Frage, ne? Kommt drauf an, was Despotar so uns entgegenschmeißt. Steinkante. Und Schüssreis. Ne, keine Chance. Ja, jetzt sinkt der Angriff wieder. Ach du Bisser. Was soll das denn? Mann, Reis. Reiß dich doch mal zusammen. Und da wäre jetzt ein Tanky-Pokémon gut gewesen. Ja! Gut. Holy shit, Leute. Es sind nur noch zwei Pokémon, die er hat. Habe ich gesagt, zwei Pokémon, eins. Reiß, ey, du bist ja Wahnsinn. Du machst hier gerade einen richtig guten Job. Ich habe letztes Mal noch gesagt, ich bin so enttäuscht von dir, aber ey... Könntest du mir jetzt mal bitte deinen Spezialangriff erhöhen, damit wir auch Hundemon jetzt mal eben wegballern können? Leute. Das letzte Pokémon. Mega Hundemon. Überlebt unser kleines Octillery einen Schlag? Oder wird er überhaupt noch einen Schlag landen können? Na, leider ja. Schmarotzer. Ja. Okay. Das Massaker läuft gerade aktuell leider nicht so. Hat der noch einen Trank? Ja, ne? Der wird einen Trank einsetzen. Das falsche Pokémon. Das war das falsche Pokémon. Wir haben kein Wasser-Pokémon mehr, das ist das Problem. Aber Himbeere wird da, glaube ich, ganz gut fertig mit. Himbeere muss jetzt nur schneller sein. Himbeere ist schneller. Ja! Oh, Leute, wir haben es geschafft. Mit derben Verlusten, aber wir haben es geschafft, Leute. Jetzt ist alles aus. Fantasielose Menschen ohne Vision verpesten die Welt und berauben sich jeglicher Hoffnung. Ah! Also ich finde, man sollte immer teilen, auch wenn nur wenig da ist. Selbst dir ist es gelungen, die Mega-Entwicklung auszulösen. Das konntest du doch nur, weil dein Gyarados, ja, wenn dein Gyarados gehabt hätte, dein Hundemon dich unterstützt hat, oder nicht? Und nicht nur Hundemon, sondern auch deine anderen Pokémon. Ohne das legendäre Pokémon kann die ultimative Waffe nicht eingesetzt werden. Du bist nicht der Einzige, der sich Gedanken über die Zukunft macht. Ich glaube, das einzig Richtige ist, gemeinsam eine Welt der Schönheit anzustreben. Wenn das möglich wäre, gäbe es schon längst keine Kriege mehr.
Die einzige Zukunft, die ich schon sehen kann, ist eine Zukunft voller Leid, in der sich egoistische und dumme Menschen gegenseitig immer mehr wegnehmen. Dieses Gerät wurde ursprünglich entwickelt, um verstorbene Pokémon wieder ins Leben zu rufen, doch vor mehreren tausend Jahren beschloss der König, es in die ultimative Waffe umzuwandeln. Als das legendäre Pokémon erwachte, gewann es viel von der Kraft, mit der die ultimative Waffe gespeist werden sollte. Worden war, zurück. Es steckt jedoch immer noch ein bisschen von der Kraft des legendären Pokémon in ihr. Gerade genug für einen letzten Einsatz. Finn und auch ihr anderen, ich schenke euch das ewige Leben, auf das die Blüte unserer Jugend nie vergehe. Bis es mir gelungen ist, eine Welt der Schönheit zu schaffen, sollt ihr ohne Aussicht auf Erlösung die Qualen einer vergänglichen Welt spüren. Finn, Sana, nicht sie weg von hier. Zum Glück seid ihr alle wohl auf. Euer Mut und eure Gutherzigkeit sind wirklich bewundernswert. Ich dachte schon, alles ist aus, aber wir haben die Sache heil überstanden. Tierno, ist bei euch auch alles in Ordnung? Ja, uns ist nichts passiert. Wir haben mit vereinten Kräften den Pokémon geholfen, die an die Steine auf Route 10 gebunden waren. Das Kämpfen habe ich allerdings Sina und Dexio überlassen. Sina und Dexio? Wer soll das sein? Wir sind die maskierten Helden. Mach dir keine Vorwürfe, Tierno. Wir alle haben unser Bestes gegeben, um Team Flairs Pläne zu durchkreuzen. Es gibt übrigens Neuigkeiten für euch. Es ist uns nämlich gelungen, die Maschine im Flair-Labor zu zerstören, mit der diese Schufte die Frequenz unserer Hololocks gekapert hatten. Na dann ist die Sache mit Team Flair ja endlich mal vom Tisch, stimmt's? Jetzt kann ich mich endlich wieder der Vollständigung meines Pokédex widmen. Puh, also ist der Spuk endlich vorüber? Ja, endlich kann unser Abenteuer weitergehen. Dann kehre ich jetzt erstmal nach Fluxia City zurück und setze von dort aus meine Reise fort. Danke, Fini. Freunde wie du sind wirklich Gold wert. Ich habe großen Respekt vor deinem Können und genau deshalb habe ich es mir zum Ziel gesetzt, dich irgendwann zu übertrumpfen. Dazu bin ich fest entschlossen. Puh. Ach, Azet, die ultimative Waffe. So viele Jahre sind vergangen, seit sie erschaffen wurde. Als sie zum ersten Mal zum Einsatz kam, kostete sie unzähligen Pokémon das Leben. Ihr Erbauer hatte einen treuen Gefährten, ein Pokémon, das er aus den Fängen des Todes befreit und mit ewigem Leben bedacht hatte. Doch die Missetaten des Mannes blieben dem Pokémon nicht verborgen. Und so verließ ihn das unsterbliche Pokémon und ging seine eigenen Wege. Es brach dem Mann, der alles geopfert hatte, um dem Pokémon das Leben zurückzugeben, das Herz. Die beiden trennte nun eine stärkere Macht als der Tod. Verzweiflung machte sich in der Brust des Mannes breit. Nun war er dazu verdammt, für immer einsam durch die Welt zu irren. Denn er selbst war auch dem Licht der Waffe ausgesetzt gewesen. Dieses traurige Schicksal war fortan das Einzige, was ihn noch mit seinem Pokémon verband. Wo mag es jetzt wohl sein? Was muss ich tun, um endlich wieder mit ihm vereint zu sein? Tja. Ja, Leute. Damit wäre der Team Flair Arc auf jeden Fall schon mal abgeschlossen. Zu einem sehr, sehr hohen Preis. Leute, wir haben so viele Pokémon einfach in diesen Scheiß bei Team Flair verloren. Team Flair hat uns so viele Pokémon gekostet. Aber es war jetzt unaufhaltsam. Ganz ehrlich, es war unaufhaltsam.
Oh, ich nehme mal eben den Drein. Reis. Nee, nicht Langusta. Rübe. Mit der höchsten Angriffskraft, die ich je gesehen habe. Und Filet. Ja. Komm, die Verabschiedung machen wir noch. Dann ist die Folge heute mal wieder etwas länger. Filet. Ist gerade erst ins Team gekommen, ne? Gerade erst ins Team gekommen und schon habe ich dich in den Tod geschickt. Aber seien wir mal ehrlich, ohne dich hätten wir es, glaube ich, gar nicht mehr geschafft. Ich glaube, ohne dich wären wir gar nicht hier so durchgekommen. Danke, danke, danke für diese Reise, die wir mit dir unternehmen durften. Du warst ja auch in vielen Arenen mit dabei, tatsächlich. Bis Tiramisu auftauchte, warst du ein festes Mitglied im Team. Jetzt gehst du. Also, wir erinnern uns zurück. Filet ist ja dem Team, habe ich ja mit ins Team genommen, als damals am Fizzle gestorben ist, also als Frosch gestorben ist, damit wir ja ein Wasser-Pokémon dabei hatten. Und seitdem war Filet ja eigentlich mit im Team. Selbst bei der Elektro-Arena war er noch dabei. War sie noch dabei. Aber jetzt nicht mehr. Mach's gut. Es wird langsam echt zum ständigen Part in der Folge. Rübe. Mit dieser Angriffskraft, ey, Wahnsinn. Du warst so... Ach, Mann. Ärgert mich. Ich hätte dich gerne weiterhin behalten. Du warst so viel reingehauen, aber du hast leider von den anderen Werten einfach zu wenig. Zu wenig Verteidigung, zu wenig Spezialverteidigung. Da reicht auch der höchste Angriffswert nicht. Mach's gut. Danke, dass du dabei warst. Auch wenn es wieder viel zu kurz war. Reis, meine Güte, was hast du am Ende noch rausgehauen? Du hast das halbe Team von... du hast das ganze Team eigentlich von Flordelis einfach auseinandergenommen. Holy. Aber dann, vor Hundemon, musstest du dann leider dann doch kapitulieren. Schmarotzer hat dich wegschmarotzt. Mach's gut. Danke, dass du dabei warst. Mein Held. Ja, Leute, und ich werde Xerneas, also Xylit, jetzt mitnehmen. Weil wir damit ein Pokémon vom Typ Fee haben und ein legendäres Holding. Also der wird auf jeden Fall mitkommen. Und ich schau mal, ob ich... Ja, wir bräuchten jetzt natürlich wieder ein richtig gutes Wasser-Pokémon. Sepa hat beides. Sepa hat beides, hat einen ziemlich guten Spezialangriffswert. Also eventuell werde ich mich wahrscheinlich für Sepa entscheiden. Oder Tofu. Oder beide. Ja, wir haben Elektro-Pokémon habe ich aktuell dabei. Vielleicht. Ja, wobei Lauch wäre immer noch nicht gut, weil ich Himbeere und Lasagne dabei habe. Deswegen wäre Nudel halt auch nicht unbedingt sinnvoll. Ja, ich werde mal sehen, wie ich es offscreen jetzt löse. Auf jeden Fall, ja. Verabschiede mich erstmal für diese Folge. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und abonniert auch gerne den Kanal. Ja, beim nächsten Mal geht's dann weiter. Ich glaube, als nächstes kommt bald der Brückenkampf. Darauf muss ich mich gut vorbereiten, denn, Leute, das wird nicht so einfach. Ich guck mal ganz kurz auf der Karte. Ja, das mache ich offscreen. Ja. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ja, bis zum nächsten Mal und tschüss.